So, liebe Leute, wir hängen hier immer noch hoch oben über dem. Nein, die Sperrgebiet ist es nicht mehr. Hoch oben über der Stadt. Wir sind wieder am Start mit Assassin's Creed 4 Black Flag und machen uns heute auf die Jagd. Und zwar weitere Animus-Fragmente. Hier ist noch ein Sea Shanty. Das ist, glaube ich, das vorletzte dann. Ja, wenn wir die Animus-Fragmente auch alle weg haben, Manuskripte noch, müssen wir noch ein bisschen jagen. Hier ist weiteres Shanty noch. Also, ein bisschen haben wir noch was zu tun, bis wir die Stadt wirklich komplett aufgedeckt haben. Und das ist halt quasi das, was wir machen, bevor es dann irgendwann mal an die Mission geht. So, ich gehe jetzt erstmal hier wieder rüber. Ich brauche jetzt nicht da runter, weil ich muss... Warte mal, muss ich doch runter? Ei. Ich muss ein bisschen aufpassen jetzt gerade. Nicht, dass ich dann wieder mich unnötig in den Tod bringe. Warte mal. Gucken wir mal gerade. Da wäre noch einer. Die. Kann ich die zwei so einfach killen? Ja, kann ich. Ist auch der Gedanke dahinter gewesen. Keine Sorge, wir machen es immer noch. Warte mal, ich muss mal kurz eben... plündern. So, ich guck mal eben schnell beim Rettler hier rein. Na, keine Sorge, wir machen das alles noch. Wir müssen noch irgendwann. Ich muss... Geh weg! Ich möchte gerne einmal kurz... Oh, kann ich... Warte mal, kann ich noch die Dings kaufen? Die wieder ein bisschen was bringen würden? Schaden? Kost? Freibeuter? Ich habe ja ein bisschen Kohle an der Tasche. Also ich könnte jetzt einen Piratenkrummsäbel kaufen. Möchte ich aber gerade nicht. Ich glaube, mit dem komme ich gerade so trotzdem gut klar. Hier ist sogar schlechter. Das wäre toll. Machen wir das? Ja, machen wir, komm. Kaufen! Espada Anka! So. Ausgerüstet. Perfekt. Aber naja. Ich wollte aber. Eigentlich wollte ich was anderes kaufen. Ich wollte nämlich Dings kaufen. Munition? Ich wollte Rauchbomben nämlich kaufen. Jo. Haben wir einfach mal ein neues Schwert gegönnt. Nebenbei. Keine Sorge, lassen wir. Ich lasse mal gerade noch ein bisschen außen vor. Ich mach das noch. Keine Sorge. Ist ja nicht so. Dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Wir haben Zeit mit der Assassin's Creed. Mein Gott, warum müssen wir doch überhaupt gar nicht uns abhetzen? Und wenn das Ding 300 Folgen irgendwann mal hat, es wird einfach so sein. Es ist halt nicht tragisch. Komm ich da jetzt nicht ran? Wieso komme ich da jetzt nicht ran? Muss ich da jetzt nicht den komischen Baum hoch, oder was? Warte mal. Ernsthaft? Wieso komme ich da nicht ran? Fragezeichen. Ausrufezeichen. Wieso komme ich da nicht ran? Jawohl, komm doch. So. Einmal Cheats. Cheats erlauben Ihnen Missionen mit interessanten Veränderungen erneut zu spielen. Denken Sie mal dran, dass währenddessen kein Fortschritt gespeichert wird. Um ein Cheat zu aktivieren, öffnen Sie das Pausenmenü, gehen Sie im Bereich Absage und Herausforderungen und wählen Sie die Option Cheats. Brauchen wir nicht. Nicht in jedem Spiel muss gecheatet werden. So, wir haben noch ein weiteres... Sea Shanty hier irgendwo liegen. Da ist er. Hammer! Das müsste jetzt sogar das sechste gewesen sein. Oder? Wenn ich richtig informiert bin. Das ging jetzt relativ zügig. So, nächste ist... Hier. Da ist weiter Dings. Was haben wir hier eigentlich an Mission? Aber das ist jetzt gerade eher uninteressant. Wo ist mein Zucker? Ach, das ist die Hauptmission. Okay, die brauchen wir aber jetzt erstmal noch nicht. Das machen wir auch alles noch. Keine Sorge. Ist ja nicht so. Also wir werden dann erstmal danach die Nebenmission abklappern, soweit es irgendwie möglich ist. Und danach erst die Hauptmission. Also wir sind noch ein bisschen hier. Gut. Dann machen wir die Schnellreise und holen uns die nächsten Sachen. So. Was haben wir denn überhaupt? Notenblätter haben wir. Ja, wir haben noch 6 Animus-Fragmente. Okay. Luppi. Und Rondamli. Stopp.
Solange wir jetzt nicht irgendwie groß auffällig sind, jucken die uns eigentlich nicht. Ah, da oben. Oh. Ach, Alter. Ich sehe nur voll nichts. Fick da mit dir. Sag mal. Wollen wir jetzt flachsen? Komm auch. Drei sind das jetzt? Ja. Uiuiui. Da sind sie. Das war eigentlich nicht der Gedanke dahinter. Ich wollte eigentlich den Typen zurück. Ah ja. Mal unseren neuen Säbel ein bisschen aufbauen. So, nächster. Wo ist der? Tschüss. So, fehlt noch einer, oder was? So, du willst noch auf die Fresse? Dann kriegst du es. So, nächster. So, das wäre das da. Das ist nur ein Fragment. Was ist aber wahrscheinlich relativ easy zu finden sein wird. Pam, Nummer 10. So, letztes Sea Shanty ist der hier. So, das gucken wir mal, ob wir das so einfach kriegen. Oder ob es das entfleucht. Das entfleucht natürlich, klar. Nein! Ja, ich hab's! Wir haben alle Sea Shanties in Havanna! Sehr geil! Cool! So, dann machen wir als nächstes diese Ecke hier clear. Das heißt, hier ist ein weiteres Animus-Fragment. Da fehlt nämlich auch nicht mehr allzu viele, würde ich spontan behaupten. So. Animus-Fragment Nummer 11 müsste das sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder 12 sogar schon mittlerweile. Warte mal. Komme ich da jetzt ran? Wie komme ich da jetzt ran? Aua. Nein, das war jetzt anders gedacht. So. Warte mal. Hey, da wollte ich jetzt. So oben, ne? Ja, dann haben wir das. Come on, auch da mit dir. Geholt. Nummer 11, ja. So, nächster Animus-Fragment ist, also es ist ein Manuskript, nee, Manuskript ist es tatsächlich, ist dort. Das holen wir uns jetzt. Aua. Sollte Tony solche Situationen, solche... Warte. Das sind ein paar Feinde. Aber ist nicht schlimm, die kriegen wir hin. Ich muss mal kurz einen Überblick verschaffen. Ich sollte nicht, dass hier immer einer sich. Ein Sperrgebiet. Gut, mal einen Überblick reinschaffen. Lassen wir die einfach jetzt mal so ein bisschen sein. Und holen uns einfach mal diese Truhe hier. Fertig. Nummer 6. Und es fehlt noch ein Manuskript und dann hätten wir es auch weg. Das ist ein Animus-Fragment. Haben wir noch. Wo ist das letzte.
Hier sind auch nochmal zwei. Aber ich suche gerade ein weiteres Manuskript. Wo ist denn das letzte? Wo ist denn das drin? Der ist es. Okay. Okay. Das ist 160 Meter. Hör mal. Dann war das was anderes noch, ne? Komm ich da hoch einfach? Ne, komm ich nicht so schnell hoch, ne? Nehmen wir das auch schnell mit. Dass wir das nicht vergessen. Ein weiteres Animus-Fragment, das Nummer 12 ist. Da fehlt nicht mehr so viel. Shit. Das war jetzt eigentlich nicht der Gedanke dahinter. So. Ich weiß, dass ich das nicht sollte, aber manchmal macht man das. Das Gute ist, die. Nicht so wie bei The Witcher. Das hier füllt sich die Lebensanzeige von alleine. Krieg ich die Zwiebel mit? Moin. Ich habe ja nicht gemacht. Bisschen Money. Bisschen Kohle mitnehmen. Neue Schwerter gekauft. So, weiter. So, ich weiß, das ist ein Händler. Moin. Die befinden sich wieder. Entschuldigung. Befinden sich im Sperrgebiet, alles klar. Na gut, die wahrscheinlich immer. Ja, was? Ich? Alter, Mann. Geh mal weg da. Unten. Na gut, welche Überraschung. Ist sie hier unten, dass ich da so ohne Probleme rankomme? Ne, die ist da drin, ne? Okay. Okay. Die ist da von dir bewacht. Was willst du von mir? Funktioniert effektiv. So, da ist sie. So, Geheimnisse aufgedeckt. Alle. Ah, hier sind wieder Rauchbomben. Sehr schön. Supi. Haben wir das. Dann fehlen uns... Ich habe leider gar keine Informationen, wie weit überhaupt unser Status ist, weil das teilweise immer so schnell weggeht. Ich weiß nicht, ob ihr uns so... Inventar, Serverausforderung, Datenbank, Optionen, Fortschrittsanzeige, Animus. Ah, warte mal. 7 Geheimnisse. Ah, hier, können wir gucken. Okay. 7 Geheimnisse. 3 Animus-Fragmente. Hier haben wir noch ein Geheimnis. Hier haben wir noch ein Animus-Fragment. Shitties haben wir alle. Achso, das sind einfach nur Meldungen da drin. Okay. So, was haben wir denn überhaupt noch zu tun heute? Jetzt. Hier sind wir durch.
Okay, dann müssen wir also das da weitermachen. Die rechte Seite hier vorne müssen wir nämlich noch klären. Das da. Animus. 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 Also dreimal Animus. Ja, das müsste es dann aber sein auch. Ich glaube, dann haben wir sie alle. Dann haben wir sie alle. Gehen wir in die Schnellreise und holen uns die drei Animus-Fragmente. Und dann müsste eigentlich tatsächlich die Aufgabe, Havanna zu entdecken, alle Sachen einzusammeln, erledigt sein. Das gehen wir tatsächlich. Ja, da, genau. Das gehen wir dann in der letzten Folge an, in der nächsten Folge an, meine ich natürlich. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play Assassin's 4 Black Flag.